magisches Schloss. Ja! Na, warte. Mich bekommst du nicht so einfach. Aber gegen die Blumenkraft kannst du auch nichts tun. Hm? Du? Mit unseren vereinten Kräften schicken wir dich dorthin, wo du herkommst. Hurra! Wir haben gewonnen! Ach, Blumen, so ein Kampf gegen das Böse kann ganz schön ermüdend sein. Ich habe eine Idee. Hättest du Lust, zu Sharon zu gehen, in ihren neuen Schönheitssalon? Tolle Idee! Gehen wir! Hallo, Sharon. Blum und ich sind so müde und würden uns gerne bei dir erholen. Was hättest du da? Hallo, Flora. Hallo, Blum. Ich glaube, ich verstehe das Problem. Ihr braucht etwas, um eure Kräfte wieder zu erneuern. Und ich glaube, da habe ich genau das Richtige. Und was ist das? Zuerst braucht ihr etwas, um euch zu entspannen. Dafür ist die Sauna bestens geeignet. Danach wäre das nicht schlecht, wenn wir mit den Kontrastbädern weitermachen. Hier ist das Wasser. Das Wasser in diesem Schwimmbecken ist eiskalt. Das ist super für die Immunität. Und weiter geht es dann mit einer Massage mit heißen Steinen. Klingt toll! Worauf wartet ihr dann noch? Geht schon mal euch umziehen und dann ab in die Sauna. Wie schön das hier ist und ich spüre ja förmlich schon, wie mein Körper sich entspannt. Du hast ja so recht. Entspannt euch, Mädchen, und genießt die Wärme. Und ich werde mich so lange um ihre Kostüme kümmern. Sie sind nach dem Kampf ziemlich schmutzig. Sie gehen jetzt in die Waschmaschine. Etwas Waschpulver. Die richtige Temperatur einstellen und los geht's. Und solange die Waschmaschine läuft, werde ich die Schuhe säubern. Dafür habe ich eine spezielle Bürste und die bürste ich jetzt ab. Die Schuhe glänzen wieder. Aufgepasst! Ich komme! Wie frisch das ist! Ich will auch! Ist das kalt! Hey, vorsichtig! Hier, nimm! Hey! Ich sehe, ihr habt hier richtig Spaß. Wie wär's denn jetzt mit einer Massage mit heißen Steinen? Ich will. Mir ist das Wasser eh zu kalt. Dann komm bitte zu meiner Massageliege. Bitte schön, leg dich auf den Bauch. Dann lege ich dir jetzt heiße Steine auf den Rücken. Das entspannt und fördert die Gesundheit. Ach, Sharon, weißt du, ich glaube, ich brauche keine Massage. Aber meine Haare, sie sind so strohig. Ich glaube, ich bräuchte eher eine Haarmaske. Gar kein Problem, Blumen.
Okay. Solche langen Haare brauchen natürlich viel Pflege. Fangen wir einfach damit an, dass wir sie ein wenig feucht machen. Jetzt nehme ich eine Haarmaske und massiere sie in die Haare ein. Jetzt muss das Ganze unter Wärmeeinwirkung ein bisschen in den Haaren bleiben. So. Perfekt. Das ist genau das, was ich brauche. So, das lassen wir jetzt 20 Minuten wirken. Und in der Zwischenzeit schaue ich nach, wie es Flora geht. Ich glaube, sie ist wirklich sehr entspannt. Flora, alles klar? Hat mich jemand gerufen? Und die Steine sind schon ganz kalt. Sie muss ich dir jetzt abnehmen. Wir haben hier gerade eine Haarmaske gemacht. Eine Haarmaske? Könnte ich vielleicht eine Gesichtsmaske haben? Aber natürlich. Für dich habe ich eine Kräutermaske. So, bitte die Augen zu. Hast du gehört? Die Waschmaschine ist fertig. Ihre Masken müssen einwirken. Und so lange kann ich ihre Sachen bügeln. Fertig. So, was machen unsere Masken? So, ihr seid fertig, Mädchen. Wie fühlt ihr euch? Toll! Ja, wie neugeboren. Eure Anzüge sind sauber. Ihr könnt euch umziehen gehen. Vielen Dank, Sharon. Das war mal wieder ganz toll bei dir. Wir sind dann mal weg. Tschüss. Hat es dir gefallen? Pflegst du auch gerne deine Puppen? Ihre Kleidung, ihre Haare, damit sie länger schön bleiben? Schreib mir über deine Erfahrungen. Weiter unten in den Kommentaren. Und dann komm bald wieder. Tschüss. Magisches Schloss. Und noch einen. Schwer ist das. Ich bin ganz müde. Barbie, du hast noch diesen hier vergessen. Danke, Sharon. Barbie, ich verstehe, dass du müde bist, aber wir haben noch so viel zu tun und die Gäste kommen gleich. Na gut. Hier habe ich viele leckere Sachen für die Party. So, frische Cocktails. Eine leckere Torte. Thank you.
macht mein Hähnchen? Hm, noch ein bisschen. So, und wenn Sie Gäste sich ausruhen wollen, können Sie das in einer Hängematte machen. So, und weil ich eine Schaumparty mache, muss natürlich das Schwimmbad mit Schaum gefüllt werden. Barbie, lass uns mit dem Schaum noch ein bisschen warten. Zuerst müssen wir dich hübsch machen. Ach, Sharon, das habe ich ja ganz vergessen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja kaum noch Zeit. Und sieh mal nur, wie ich aussehe. Aber Barbie, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Wir gehen jetzt in meinen Schönheitssalon und da machen wir dich wieder ganz, ganz hübsch. Ach, meinst du wirklich? Na gut, dann lass uns gehen. Herzlich willkommen in meinem Schönheitssalon. Hier, Barbie, haben wir wirklich alles, um dich fit für die Party zu bekommen. Was brauchen wir, um schön zu sein? Die richtige Kleidung, die natürlich zum Anlass passt. Eine schöne Frisur, ein paar nette Accessoires, wie zum Beispiel eine hübsche Tasche oder vielleicht einfach ein bisschen Haarschmuck. Das sind aber sehr schöne Haarreifen, wie echte kleine Krönchen. Und natürlich brauchen wir dann ein bisschen Schminke, damit Barbie auch wirklich hübsch aussieht für ihre Gäste. Barbie, womit fangen wir an? Eigentlich dachte ich, dass ich einfach meinen Bikini trage. Barbie, ich würde sagen, deine Gäste solltest du schon in einem Kleid empfangen. Später kannst du dich dann zum Schwimmen umziehen. Na gut, überredet. Ich glaube, ich habe schon das richtige Kleid gefunden. Da sind so viele Sterne drauf. Steht es mir? Barbie, das Kleid ist zwar wirklich hübsch, aber vielleicht nicht ganz so das Richtige für diesen Anlass. Wir machen ja schließlich eine Gartenparty. Ach ja, meinst du? Was wäre denn das Richtige für eine Gartenparty? Für eine Gartenparty brauchst du etwas Leichtes. Vielleicht etwas ohne Ärmel. Wie das. Oder vielleicht sogar das. Das würde nicht gehen, das ist ein Abendkleid. Aber das scheint mir genau das Richtige zu sein. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht, das ist wirklich ein schönes Kleid. Dieses Kleid nehme ich dir ab. Das hängen wir wieder auf, damit alles ordentlich bleibt. Und das gebe ich dir dann. Du kannst dich umziehen gehen. Ich finde es wirklich toll. Und außerdem passt das Kleid wunderbar zu meinen Schuhen. Stimmt. Das Kleid steht dir wirklich gut. Als nächstes müssen wir die Haare machen. Einverstanden. So, zuerst kämmen wir die Haare durch. Und ich habe eine tolle Idee bezüglich deiner Frisur. Es ist ja eine Gartenparty. Es ist warm. Wir gehen schwimmen. Vielleicht ist es besser, einen schönen Zopf zu machen. Aber nicht einfach irgendeinen Zopf. Ihr werdet gleich sehen. Für diese Frisur werden wir erstmal einzelne Haarpartien abstecken. Wir teilen das Ganze hier etwa in der Mitte ein. So, wir stecken diese Partie hier ab. Die werden wir später anders verwenden. Und hier am Hinterkopf machen wir einen schönen. So, unser Zopf ist fertig. Und aus diesem Teil machen wir zwei Flechtzöpfe.
Ich mache das schnell und du lass dich überraschen. Na, bereit für die Überraschung? Und so sieht unsere Frisur von allen Seiten aus. Oh, unglaublich! Ich sehe ausgezeichnet aus. Dankeschön. Barbie, jetzt nur noch dein Make-up. Bitte setz dich dafür hier hin. So, was haben wir hier? Verschiedene Pinsel, Lipgloss, Nagellack. Und was ist das? Genau, was wir brauchen. So, nehmen wir diesen hellrosa Lidschatten für die Augen. Mach bitte zu. Ach, das passt schon, Sharon. So, und ein bisschen Blush für die Wangen. Damit siehst du dann gleich viel frischer aus. Nehmen wir diesen hier. Der riecht auch noch so gut. So, jetzt bist du eigentlich fertig und du siehst toll aus. Wir haben ja ganz vergessen, dein Bikini auszusuchen. Aber ich habe etwas Tolles für dich. Wie findest du den hier? Der ist toll. Sharon, wir müssen uns beeilen. Die Gäste kommen gleich. Barbie, deine Party ist der Hit. Ich komme! Barbie, das ist eine tolle Gartenparty. Das sollten wir jetzt öfter im Sommer machen. Ja, Liebes, du hast ganz recht. Das sollten wir jetzt öfter machen. Bedient euch, hier gibt es alles. Getränke, Obst, Torten. Stimmt, Barbie. Deine Party ist wirklich ein voller Erfolg. Wie ist es mit dir? Magst du auch gerne im Sommer Partys veranstalten? Hast du eine Idee, was wir hier hätten besser machen können? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Magisches Schloss. Hihi, Mama, guck mal, was ich mache. Ich sehe, Liebes. Aber pass ja auf, sei schön vorsichtig. Hallo Barbie, hallo Theresa, hallo, hallo, na wenn sie kommt, das kann nichts Gutes bedeuten. Chelsea, guck mal, was ich alles mit meinem Hammer machen kann. Ja! Mutti! Na sowas, komm her Liebes, wir gehen nach Hause. Harley? Du hast wirklich ein schreckliches Benehmen. So wirst du keine Freunde finden. Niemand mag mich. Harley, meine Süße, was ist denn los? Warum weinst du? Alle laufen weg von mir. Niemand will mit mir spielen. Weißt du das? Weißt du, Harley, ich glaube, es ist alles gar nicht so schwierig. Du bist ein tolles Mädchen. Aber manchmal, manchmal machst du Dinge, die anderen Menschen vielleicht seltsam erscheinen. Seltsam? Was meinst du? Komm einfach mit mir. Ich werde dir alles erzählen. Na gut. Und was machen wir hier, Sharon? Setz dich zuerst einmal. Weißt du, Harley, die Menschen hier in der Stadt mögen dich nicht, weil sie denken, dass du böse bist. Und das alles ist eine Frage des Image.
Na, dann lass uns einfach mein Image verändern. Klar, gerne, wenn du dazu bereit bist. Und was gehört alles zu einem Image? Zuerst schlage ich vor, dass wir deinen Hammer zur Seite legen. Als nächstes können wir dann gucken, welche Kleidung dein neues Image besser unterstreichen kann. Welche Accessoires, welche Frisur. Gucken wir einfach mal. Einverstanden. Lass uns mit der Kleidung anfangen. Was hast du hier? Nein, das ist mehr fürs Büro. Das ist ein Cocktailkleid. Das ist zu lang. Das ist wirklich sehr unpraktisch für mich. Aber das hier, das ist doch wirklich hübsch. Du hast recht. Das ist wirklich ein hübsches Kleid. Wie wär's, wenn du das schon mal da hinten anprobierst? Na, wie findest du mich? Das sieht sehr hübsch aus. Was hältst du davon, wenn wir dir etwas Neues finden, anstatt diesem Armreifen? Wie wär's damit hier? Sieht toll aus und passt so gut zu meiner roten Haarsträhne. Und auch zu deinem Lippenstift. Darf ich dir noch einen Vorschlag machen? Na klar. Ich glaube, du hast ein sehr hübsches Gesicht und diese Brille verdeckt es ein wenig. Aha, bin das wirklich ich? Ja, du bist wirklich sehr hübsch. Na gut, dann kann ich jetzt gehen, oder? Warte, Halli, das war nur die äußerliche Veränderung. Ach ja, und was kann man noch ändern? Ich schlage vor, dass wir ein wenig an deinen Manieren arbeiten. Oh, das hört sich langweilig an. Das ist gar nicht so langweilig. Ach, im Übrigen kann ich dir gleichzeitig auch die Haare kämmen. Weißt du, jeder mag es, wenn man nett zu ihm ist. Was meinst du damit, nett sein? Naja, zum Beispiel Danke sagen oder Bitte, wenn du um etwas bittest. Oder einfach respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Magst du einen Tee, Harley? Ja. Hier zum Beispiel könntest du ja bitte sagen. Ah, ich verstehe. Dann müsste ich wohl jetzt Danke sagen. Danke, Sharon. Sehr gerne, Harley. Der ist wirklich lecker. Jeder mag es, wenn man höflich mit ihm umgeht. Und natürlich auch, wenn du hilfsbereit bist. Ich bin einverstanden, Sharon. Vielen Dank. Sehr gerne, Harley. Und alles Gute für dich. Danke noch einmal und bis bald. Ach ja, meinen Hammer kannst du hier behalten. Wie fandest du diese Verwandlung? Gibt es etwas, was du gerne Harley empfohlen hättest? Schreib mir bitte. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.